Liebe YouTube-Freunde, heute ein wirklich ziemlich hirndehnender Beitrag, der auf den Analysen von unseren 6 Rechercheuren beruht. Eine ganz kleine dumme Statistik. In den letzten 6 Jahren gab es 30, sage und schreibe 30 Treffen zwischen dem chinesischen Premier Xi und Putin. In derselben Zeit gab es weniger als eine Handvoll Treffen zwischen dem amerikanischen Präsidenten Barack Obama und auch Trump mit Xi. Hat das was zu bedeuten? Da könnt ihr wirklich Gift drauf nehmen und das solltet ihr euch jetzt reinziehen, weil vielleicht unterhalten wir uns in 4, 5 Jahren nochmal über dieses Thema, das auch eine richtige Tragweite für euch haben kann. Die Erfolgsformel des bekanntesten Ex-Hedgefondsmanagers Deutschlands. So streichen auch Sie satte Gewinne ein. Warum Ende 2020 die Stunde der Wahrheit ist. Was jetzt in Ihr Portfolio muss. 26. Oktober 2019. Denn wenn man sich mal diese 2 Regionen anschaut, ja, geht doch mal auf die Landkarte. Schaut euch doch mal Russland und China an. Und was ist denn da dazwischen? Erstens, Mongolei. Mega wichtig, was Ressourcen betrifft. Zweitens natürlich die K&K, Kirgisistan und Kasachstan, Turkmenistan und Tadschikistan und Usbekistan. Weil es geht ja nicht nur um diese Achse Nord-Süd, Russland und China, sondern es geht auch in den Iran runter, also auch ein sehr bevölkerungsstarkes Land. Und über was reden wir denn überhaupt? Wir reden wahrscheinlich über 60-70% der wichtigsten Rohstoffe der Welt. Und insgesamt reden wir über eine Bevölkerungsdichte. Das ist wirklich heftig, die deutlich mehr als 3-mal so hoch ist, wie die Bevölkerung der Europäischen Union, eigentlich auch Europas, kann man ruhig auch sagen mal, ohne Russland. Und 5 bis 6 Mal größer ist als die USA. Und jetzt schauen wir mal, ob diese These vielleicht was hat, dass diese Annäherung nachvollziehbar ist. Ja, das hat sie tatsächlich. Weil wenn wir uns die chinesischen Statistiken anschauen, da sind wir etwas skeptisch, aber auch die russischen, da sind wir weniger skeptisch, dann wächst dieser Handel zwischen diesen beiden Nationen seit ungefähr 5, 6 Jahren um fette 350%. Und wenn man sich nur mit den Mainstream-Medien beschäftigt, dann kriegt man natürlich sehr viele Beiträge zu den Themen militärische Aufbautendenzen in der South China Sea, also den Meeren, in dem Meer vor, in den Gewässern vor China, die Investitionen in Flugzeugträger seitens der Chinesen. Bekommt mit, inwiefern die USA versuchen, über Taiwan mit Japan, teilweise auch mit den neuen Satelliten Vietnam, wichtigen wirtschaftlichen Satelliten Vietnam, zum Teil auch über Südkorea, ihre Präsenz, die amerikanische Präsenz in dieser Region zu stärken oder zumindest zu halten. Und dass diese dieser Technologiekrieg und der Handelskrieg dazugehören, ist ja auch medial klar. Ihr kennt ja auch unsere Beiträge zu diesen Themen. Aber diese Landkarte, die macht mich ein bisschen verrückt, ja, weil es ist eine geschlossene Landmasse. Ich hatte ja schon die Bevölkerungszahlen angesprochen. Wie ist es denn mit der Landfläche an sich? Schaut doch mal, wie groß Kasachstan ist und die Mongolei. Welche Ressourcen dort vorhanden sind. Ob das Uran ist, ob es seltene Erden sind. Ich bin sogar der Meinung, das schließt sich unser Analystenteam an, dass in 3 bis 5 Jahren ein Kampf entfachen wird, um die politische Präsenz des Westens in diesen entscheidenden
Transferstaaten, ja, und dass das heute wirklich noch nicht in keiner Weise auf dem Radarschirm ist, geopolitisch, da werden die zukünftigen Massenentscheidungen getroffen, denn schon heute handelt China in vielen wesentlichen Aspekten mit Russland ohne den US-Dollar. Lass mich doch einfach mal diese Sache etwas weiter extrapolieren. Russland ist sicherlich die einzige wirklich große geografische Nation. Wirtschaftlich ist Russland nicht so wahnsinnig bedeutend, ungefähr die Stärke Spaniens. Aber Russland hätte heute schon die Möglichkeit, weil sie über Staatskörperschaften, also Staatsfirmen und regierungsnahe Unternehmen ihre Währung auf Rohstoffe basieren könnte. Es kommt natürlich diese steigende technologische Vorherrschaft Chinas, die kaum zu verkennen ist. Ja, vielleicht bildet sich hier auch ein Währungskonstrukt. Vielleicht ist das ja eine mächtige Kombination Rohstoffe, Ressourcen, unterentwickelte Wirtschaft mit chinesischem Know-how. Auch politisch sind sich diese Staaten eher näher als Europa oder China. Und jetzt denken wir noch einen Schritt weiter. Chinesische Fertigungsqualität mit russischen oder sagen wir mal kasachischen Rohstoffen. Ja, wie mächtig ist das denn, wenn man sich auf die zukünftigen Wirtschaftsregionen, die doch stark überproportional wachsen sollten, könnten, wie Afrika fokussiert auf die Satellitenstaaten in Europa, die sich schwer tun wirtschaftlich. Da gehört ja auch Griechenland dazu. Es ist ja bekannt, dass die Seidenstraße auch bestens in diese Thematik fällt. Und Südamerika ja ohnehin. Ja, wie will denn da Amerika mithalten mit seinen Militärexporten, wenn sich hier eine wirtschaftliche Konstellation bildet, die also wirklich weltbeherrschend sein könnte? Und was bedeutet das denn für uns in Deutschland? Könnten denn nicht chinesische Produkte zunehmend deutsche und europäische ersetzen? Das halte ich für sehr wahrscheinlich. Amerikanische ohnehin schon. Was bedeutet das für den großen Rohstofflieferant Australien, der natürlich durch Transportwege noch besser positioniert ist für China als das 22 Millionen Quadratkilometer große Russland, das per Bahn diese Rohstoffe nach China zu bringen, ist sicherlich nicht so effizient und effektiv wie Australien. Aber es zeigt sich doch ab über die nächsten 5 Jahre, dass hier sich eine ganz andere wirtschaftliche, technologische und militärische Front bilden könnte. Und wer hat das auf dem Radarschirm? Liegen wir richtig? Das weiß ich nicht. Ist es eine ernstzunehmende Möglichkeit, Wahrscheinlichkeit? Definitiv. Und wenn ihr weiter an diesen Beiträgen interessiert seid, die ja nicht konform sind, die polarisieren, die versuchen wirklich analytisch hervorzustechen und sich abzuheben von dem, was sonst durchgekaut wird in unseren Medien, wirtschaftlich oder politisch. Ja, liebe Leute, wir machen es, weil wir unser Wissen mitteilen und definitiv nicht, weil wir über diesen YouTube-Kanal einen müden Cent verdienen. Deswegen danke ich euch, wenn ihr die Glocke läutet. Das motiviert das Team. Das Team bin nicht nur ich. Das sind Leute, die ihre Freizeit unbezahlt einsetzen, damit wir faire, intelligente, konträre Fakten und Meinungen verbreiten. Ich bedanke mich von ganzem Herzen bei euch, dass ihr so loyal seid. Es sollte auch in Zukunft informativ sein und zu Gedanken anregen. Alles Gute, euer Florian und bis zum nächsten Mal und tschüss.